Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Ronaldo vor Einigung mit Manchester City. Ja, ihr habt es richtig gehört, dieser Transfersommer ist wirklich der Mega-Wahnsinn. Denn laut einer spanischen Zeitung, und zwar der Zeitung AS, ist sich Cristiano Ronaldo mit Manchester City schon einig und soll einen 2-Jahres-Vertrag bis 2023 unterschreiben. Und 15 Millionen Euro soll Ronaldo laut diesem Vertrag verdienen. Das berichtete jetzt auch der portugiesische Journalist Gonçalo López, der hier schon von einer Einigung spricht. Ja, die Ablöse für Juventus soll rund 25 Millionen Euro betragen. Ja, und dazu soll vielleicht eventuell noch ein Spieler getauscht werden. Juventus soll hier nämlich deutliches Interesse an Gabriel Jesus haben, um ihn dann quasi mit zum Tausch anzubieten für die 25 Millionen. Das wäre zumindest für Juventus dann für sie noch ein guter Deal. Das Ganze soll im Man City Vorstand wirklich gut ankommen bei Pep Guardiola. Er scheint nicht begeistert von dieser Idee und steht nicht ganz dahinter. Ja, man sagt da auch noch, dass Raheem Sterling auch noch zum Tausch angeboten werden soll. Wer es jetzt am Ende wird, das bleibt spannend. Und ob der Deal dann auch so stattfindet, 15 Millionen Euro Verdienst, ist ja tatsächlich im heutigen Fußball ganz überschaubar. Ablöse von 25 Millionen, da muss man wieder drüber nachdenken, geht das wieder über die Trikots rein. Da, glaube ich, wird schon viel zu holen sein dann für Man City. Also es ist der absolute Transfer-Wahnsinn diesen Sommer. Schreibt also mal in die Kommentare, was haltet ihr davon Ronaldo bei Manchester City. Wir werden gleich auch noch ein Video posten, in dem er vor ein paar Jahren gefragt worden ist. Wenige Jahre, das Video dürfte 2 bis 3 Jahre alt sein, wo er gefragt worden ist, ob er sich vorstellen könnte, für Man City zu spielen. Dort damals sagte er, er ist nicht käuflich in seinem Alter, er ist 30, er will sportlichen Erfolg haben und er ist nicht käuflich, hat bei United gespielt und er würde niemals zu Man City wechseln. Das könnt ihr euch gleich angucken, ich werde es hier nochmal verlinken und ja, schreibt, was ihr davon haltet. Ronaldo bei Man City, Messi bei PSG, was haltet ihr davon? Schreibt in die Kommentare, bis zur nächsten Folge, ciao!